herzlich willkommen heute bei meinem zweiten Teil des Films Iran. Ich befinde mich gerade auf dem Hauptbahnhof hier in Teheran. Bisher habe ich diese Strecke mit der U-Bahn hinterlegt und heute haben wir Freitag und da kann man mit der U-Bahn kostenlos fahren. Aber ich muss sagen, die Tickets, die kosten ja nicht so viel, also umgerechnet kann man sagen, paar Cent, also 20, 30 Cent eine Strecke, das geht ja. Heute möchte ich aber den Weg fortsetzen, ich möchte in die Stadt Qom fahren. Und diese Strecke möchte ich euch dann zeigen. Das ist der Zug, in dem ich mich jetzt fortbewegen werde. Er kostet heute nichts, ich habe erfahren. Heute fährt man als kostenlos, weil Freitag ist. Jetzt bin ich also im Zug. Ihr habt also die Schlange gesehen und könnt euch vorstellen, dass die Schlange wegen den Tickets war. Also man hat für diesen Weg für 150 Kilometer nach Qom 25 Cent bezahlt. Das ist ein wirklich sehr guter Preis und sehr angemessen. Der Weg mit dem Zug führt mich an diesen schönen Ortschaften vorbei. Es geht einfach durch die Wüste Irans in der Nähe der Hauptstadt Teheran. Und hier können wir diese schöne Wüstenberge und diese Weite der Wüste erleben. Danach geht es schon wieder in eine Berglandschaft. Die Wüste hört als nicht auf, aber jetzt kommt mal eine Überraschung. Und das sind einfach diese wilden Kamele, die man hier auf dem Feld betrachtet. Das ist mal ein einzigartiges Erlebnis. Und die Wüste verwandelt sich auf einmal in ein fruchtbarer Boden. Schaut mal her, was man alles mit Wasser machen kann. Angekommen hier im Bahnhof von Qom, möchte ich schon mein erstes Ziel in Sicht nehmen. Das ist der Zug, mit dem ich gekommen bin. Ich befinde mich gerade in einem wunderbaren, superschönen Ort. Es ist einfach der Hasrat Fatemeh Shrine hier in Qom. Also ich befinde mich jetzt in der Moschee Hasrat Fatemeh. Und hier in diesem Hof bleibt einfach das Herz stehen, weil es so schön ist. Also diese Konstruktion ist wirklich ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk der Menschheit. Schaut euch diese Arbeit, diesen schönen Hof, dieser Moschee an. Es bleibt nicht bei diesem Hof. Ich garantiere euch, ich werde in den nächsten Bildern euch ein anderer Hof zeigen, genauso schön wie dieser. Das ist mal ein Wunderwerk der Menschheit. Schaut mal diese Arbeit vereinzelt an. Man kann sich von so schönen Orten manchmal gar nicht trennen. Man möchte einfach die Zeit hier vergehen lassen. Und einfach dieses Spektakel, kann man sagen, einfach über sich gehen lassen und einfach es genießen, weil so eine herrliche Konstruktion hat man nicht überall. Und das ist das Tor, der Eingang zum zweiten Hof, in dem man diesen goldenen Bogen und die Kuppel bewundern kann. Rings um die Zentralmoschee befinden sich sehr viele Höfe und jeder Hof hat ein anderes Gesicht. So zum Beispiel befinde ich mich jetzt wieder in einem Hof, der wirklich wie aus 1001 Nacht geschrieben ist.
Jedes Mosaikbild hat seine eigene Geschichte und jede Kuppel hat ihr eigenes Bild, die in einen Hof führt, dieser Moschee. Und so sieht die Moschee jetzt von draußen aus. Die Entfernungen zwischen meinen Zielen liegen als Kilometer weit entfernt. Ich denke mal, ich müsste jetzt ein Taxi nehmen. Ich bin noch immer in Gom, in der Fußgängerzone. Und da habe ich jetzt entdeckt, die Büsten der Führer dieses Landes, die sind hier als ausgestellt. Ich bin jetzt zu meinem nächsten Ziel mit dem Taxi unterwegs und ich hoffe, dass ich es in ein paar Minuten erreichen werde. Es sind noch 7 Kilometer vor mir, aber es lohnt sich einfach, durch diese schöne Landschaft hier zu fahren. Eins meiner nächsten Ziele ist jetzt erreicht, Mont Eli. Und das ist eine Sehenswürdigkeit hier neben mir. Aber das ist noch nicht alles, sondern ich möchte jetzt noch diesen Berg hochsteigen mit diesen mindestens 1000 Treppen und mit dieser Moschee hier oben auf diesem Berg. Hat sich mein Ausflug hierher gelohnt? Ich muss sagen, ja, da man wirklich eine so schöne Sicht hat über die Stadt Gom, hier oben auf diesem Berg. Auf dem Weg nach oben ist mir jetzt aufgefallen, dass es diese schönen Berge im Hintergrund gibt. Und solche Spitzen habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen gehören sie auch in meinen Film. Der Weg ist anstrengend, aber jetzt habe ich ja nicht mehr weit. Hier oben ist schon die Moschee. Und von da habe ich jetzt diesen schönen Blick. Ja, es geht jetzt immer weiter nach oben. Mein Zielpunkt liegt jetzt gerade in Sichtweite. Mein Ziel ist jetzt erreicht. Ich bin jetzt gerade im Inneren dieser Moschee und hier ist als ein Blick auf den Hof und auf die Türme. Schaut mal, wie schön die sind. Ich werde jetzt nochmal durch den Hof hier laufen und diese Moschee umkreisen, um zu sehen, ob ich nicht etwas vergessen habe. Ich meinte vergessen zum Anschauen. Und das hier ist jetzt der Blick, den wir auch aus dem Internet kennen. Sozusagen befinden wir uns auf der Spitze eines Berges. Links und rechts ist das Tal und die Landschaft. Unten angekommen, warte ich jetzt auf meinen Taxifahrer, der kommt jetzt bald und dann geht es auch schon wieder los. Er ist schon neben mir und somit fahren wir jetzt. Und jetzt bin ich angekommen an einem meiner letzten Ziele hier im Gom. Es ist einfach dieses sehr schöne große Platz mit dieser Moschee im Hintergrund, Jacharam. Diese 1000 alte Moschee wurde von Jahr zu Jahr immer erneuert und verbessert. Und das ist jetzt wieder dieses große Kunstwerk entstanden. Schaut mal her, wie das jetzt hier aussieht. Also wir haben hier Monat Juni und die Sonne sticht einfach. Deswegen habe ich auch immer diese Kappe hier auf. Weil anders könnte man es gar nicht aushalten. Wirklich nicht. Ich schätze mal, es ist im Schatten über 30 Grad. Und das hier, kann man sagen, ist ein Bild wie im Märchenbuch. Also in 1001 Nacht. Ich bin jetzt gerade im westlichen Teil Teherans angekommen. Und hier habe ich jetzt diese Berge entdeckt.
Ober der Stadt. Und da habe ich mir gedacht, also das muss ich unbedingt filmen. Also Leute, was sagt ihr über diesen schönen Park? Hier ist überwiegend die Farbe grün zu sehen. Also sehr viele Pflanzen. Jetzt im Vordergrund haben wir die Raketen. Die werden hier sichtlich ausgestellt. Der Weg zu meinem nächsten Ziel führt mich einfach durch den Wald. Ich habe euch noch nicht gesagt, dass ich eine nette Begleitung habe hier zu meiner nächsten Sehenswürdigkeit. Thank you for showing me the way to here, to Tabiat Bridge. اینجا پل طبیعته که من با یوهان آشنا شدم. اومدم اینجا نشون بدم این پل رو بهش و از ابتدایی که اومدیم شروع کرده به عکس گرفتن و فیلم گرفتن، هنوز به پل نرسیدیم. مسیر ورودی پل هست که با هم اومدیم ببینیم. Thank you very much. Dankeschön. Bis das nächste Mal. Wir sehen uns ganz bestimmt. Ich muss sagen, dass diese Brücke wirklich eine sehr große Höhe hat über dieses weite, große Tal. Also jetzt sehen wir auch die Brücke von ganz neben, von seitlich. Und ihr fragt euch, wieso sind hier so viele Menschen unterwegs? Also ich sag's euch, heute ist Feiertag, Imam Khomeini Tag. Und das bedeutet, dass 3 Tage fast alles geschlossen ist. Ein paar Geschäfte sind trotzdem offen und die Leute haben alles frei. Und deswegen kommen sie alle nach Teheran und laufen als durch diese Straßen. Die möchten auch mal die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt sehen. Und gleich neben der berühmten Tabiat Bridge befindet sich jetzt eine neue Brücke. Wir befinden uns ja in der Neustadt und somit liegt eine Brücke neben der anderen. Und ich, nach meiner Schätzung, ist die klein, aber ganz fein. Wirklich sehr schön hergerichtet. An dieser schönen Brücke habe ich mir jetzt auch eine Pause verdient. Meine Begleitung ist noch immer dabei. Sie begleitet mich auch weiterhin. Man kann sagen, ein Ort schöner als der andere. Hätte ich die Begleitung jetzt nicht, hätte ich auch diese schönen Orte vielleicht nicht so betrachtet wie jetzt. Und hier haben wir wirklich ein sehr schönes, extravagantes Gebäude. Das Planetarium genannt. Und vor diesem Planetarium wird dann Sport getrieben. Das sieht man jetzt gerade hinter mir. Und weil es jetzt so langsam Nacht wird, werde ich mich jetzt wieder auf den Weg setzen in die U-Bahn. Und danach sehen wir uns morgen als wieder. Guten Morgen, liebe Leute. Heute ist wieder ein neuer Tag angebrochen. Sozusagen der 2. Feiertag hier im Iran. Also so wie ich euch gesagt habe, gibt es hier jetzt zu dieser Zeit 3 Feiertage. Einer ist vergangen, der 2. ist heute und morgen ist nochmal einer. Hinter mir befindet sich mein Hotel. Von hier aus möchte ich jetzt starten zu anderen Sehenswürdigkeiten hier in der Hauptstadt Teheran und möchte euch auf diesem Weg als mitnehmen. Kommt einfach mit. Also, ich möchte euch noch sagen, dass diese Bahn hier kostenlos ist. Heute ist Feiertag und deswegen kostenlos für alle. Ich befinde mich gerade jetzt im Süden der Stadt Teheran an dem
Historical Tower. Ich sehe gerade, die Tür ist verschlossen. Somit sehen wir ein paar Bilder von außen. Bis daher muss ich also jetzt mit dem Taxi kommen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Also gerade im Hintergrund kann man jetzt den Tower sehen. Er ist als umgeben von Gebäuden. Schade, dass man nicht reingehen kann. Es wäre vielleicht eine interessante Begegnung. Ja, Leute, das war's. Mit verschlossenen Türen kommt man nicht weiter. Also so muss ich jetzt wieder umkehren. Jetzt habe ich den Weg als umsonst bisher gemacht. Aber wenigstens ein Blick von draußen. Das stört ja nicht. Der Weg mit dem Taxi geht jetzt weiter zu der U-Bahn-Station. Wir sehen uns als beim nächsten Ziel. Nachdem ich jetzt mit der U-Bahn durch die ganze Stadt gefahren bin, bin ich jetzt hier im Westen der Stadt Teheran angekommen, neben dem Asadi-Turm. Und den möchte ich jetzt in den nächsten Minuten besuchen. Ich sitze jetzt gerade vor diesem Turm und sag, wie ein schönes Gefühl ist, hier zu sein. Einfach zu genießen, einfach diesen Park, diese Atmosphäre, die Leute und so weiter. Also Leute, ich muss euch sagen, hier in Teheran gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten. Aber die meisten Sehenswürdigkeiten und die schönsten sind als die Landschaften, die es außerhalb dieser Stadt gibt. Aber da die Strecken wirklich sehr weit und sehr lange sind, kann man das nicht in einer kurzen Zeit bewältigen. Mein Tipp ist einfach, nehmt euch einfach die Zeit und bereist dieses Land und schaut euch alle Landschaften an. Nicht so wie ich, nur die Hauptstadt und die Nebenstadt Qom. Ich bin jetzt angekommen am Sitgar-See und hier wird etwas ganz Neues gebaut. Eine neue Stadt entsteht hier. Und schaut mal her, wie schöne Gebäude hier aufgebaut werden. Also hier befinde ich mich jetzt gerade auf der Promenade von diesem Sitgar-See, der gleich neben der Stadt Teheran liegt, im Westen der Stadt. Und der hier ein Erholungsort für die Leute ist. Eins möchte ich euch sagen, also wenn dieser Ort mal fertig ist, dann wird er hier eine Perle sein. Also wirklich ein touristischer Ort, auch für ausländische Gäste. Also Leute, ich hoffe, dass euch meine Reise hier in den Iran gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr vielleicht in nächster Zukunft euch auch mal Zeit nimmt und hierher zu kommen und euch diese Schönheiten dieses Landes anzuschauen. Es gibt so viele Orte, die ich hier gar nicht gesehen habe und besucht habe, weil sie kilometerweit entfernt sind. Aber ich muss sagen, in diesem Land sind die Preise sehr günstig. Also ich muss sagen, ich war jetzt 5 Tage hier und habe nicht mehr ausgegeben für alle Wege, Essen und so weiter als 30 Euro. Was soll man da noch dazu sagen? Also wunderbar, wunderschön und auch günstig. Kommt einfach her und schaut euch das an. So langsam kommen wir jetzt zum Schluss. Und bei diesem schönen Wetter werde ich noch den morgigen Tag ganz schön langsam ausklingen lassen. Ich hoffe, wenn mir etwas vor die Kamera kommt zu filmen, werde ich das noch tun. Und wenn nicht, ist auch gut, mal einen Tag für mich alleine zu haben. Und somit wünsche ich euch noch alles Gute. Bis bald wieder. Ich hoffe, dass wir uns in einem anderen Land jetzt wieder sehen. Schaltet bitte ein. Nächste Woche sehen wir uns ganz bestimmt. Bis bald wieder. Ciao.